Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video mit dem Alpemet Kev und mir, dem Drago Basel. Hi. Hi. Ja, ich habe es geschafft in den Zug ohne Schwarze. So ein bisschen einen Berg hoch und dann nach links gedreht und rein in den Zug. In den Waggon. Und er macht ein bisschen Action und ich ein bisschen stunten. Hi. Hi. Immer noch ein bisschen am Üben mit der Tastatur zu stunten, aber es ist ein bisschen unbequem mit dem Numpad. Sehr, ja, unwillkürlich, wenn man es nicht unbedingt so viel machen kann mit den WASD-Tasten. Gleichzeitig noch Wheelie. So. Ja, dann fange ich auch ein bisschen an, aber mit dem Atomisieren meiner Lieblingswaffe. Manchmal passiert da schon echt viel, weil es weggeschleudert wird, als man trifft. Das ist echt cool. Oh, gleich. Gleich gegen die Pfosten vom Ding. Dann kommt ein Heli. Ich weiß, aber der ist die ganze Zeit schon. Wusch. Der kommt die ganze Zeit nicht ran. Ja, irgendwann werden wir runterstürzen, weil irgendwas im Weg ist. Wenn wir oben bleiben. Irgendwann ich kommt das im Weg. Auch mein Ziel. Ich gehe mal runter und beobachte es. Ich bin noch ein bisschen auf dem Zug bleiben. Ja. Genial. Oh. Okay, falls ich schon mal. Doch jetzt. Ja. Tschüss. Drive, Motherfucker. Und tschüss, Bullen. Motherfucker, Motherfucker. Jetzt kommen die Range-Autos. Jetzt, jetzt. Oing. Nein, zu tief, zu hoch. Hm. Na? Was oh. Das erinnert mich an die an den Autos, wo so Ding haben vorne, damit sie hochkommen. Oh, 126. So langsam hole ich zu dir auf. Oh. Oh ja. Noch einer. Hui. Ja, wenn schon mit Laser. Machen wir mit einem kleinen Laser. Oder doch einen großen. Nutze ich nicht so oft. Witwenmacher. Ja. Yeah. Ich spiele ein bisschen Star Wars. Sei froh, dass ich dich nicht töten kann. Schade ist gegen Autos nicht so effizient sind, aber gegen Helikopter. Oder? Ja, die Lichter gehen aus. Suchscheinwerfer geht aus. Ich mag das, wie so ein Zeichen aus drei Lasern nebeneinander ist. Ah, jetzt brauchen wir einen Bus, jetzt können wir hier noch den Tunnel versperren. Recht schnell, wenn man trifft. Ja, geht echt schnell. Noch einer. Boah, aber die Munition geht auch schnell rund. Ja. Bang! Ja, du hast so gutes Einkommen, du kannst einfach immer wiederholen.
einfach hier holen, Munition. Weil hier verdiene ich nicht so viel, also kann ich so schneller Munition wieder gelangen. Wäre ja auch etwas verdienen, damit wir noch etwas Besseres sein können. Schade, dass jetzt gerade der Flash nicht will, er hat nämlich vorher gefragt bei Discord, ob er mitmachen kann. Und dann ist er wieder weg gewesen, was ich beschrieben habe. Der hat ja in den Livestreams letztes Jahr eigentlich recht viel mitgemacht. Immer wieder ein bisschen für Action gesorgt. Jetzt ist es einfach okay. Aber wahrscheinlich werden wir wieder Zeit haben, natürlich. Ja, super, wenn so viel wie möglich mitmachen und dann echt viel. Oh, 5 Sterne, sehr gut. Ja, ich will die Schussbahn, bitte. Komm schon. Ja, genau. Mensch, schon mit dem Kleinen. Boah. Wie, das ist Spaß. Das ist momentan geil im Real Life. Das ist momentan Sichelmond. Passt kaum zu sehen. Und hier ist eigentlich immer Vollmond. Oder, ja, schon ziemlich oft Ansemmond, aber ich merke es immer, wenn Vollmond ist. Sieht auch cool aus. Oh. Und? Kommst du nicht? Steig mal hier aus, hier ist nämlich das. Oh, kann ich das. Ah, nein. Ja, lasse ich das Motorrad. Genau, dann sehe ich immer, wo das Motorrad ist. Genau. So, lassen wir uns kurz töten. Aber nicht bevor wir ein bisschen Spaß haben mit dem Atomisieren. Richtig. Ja, kommen Sie runter. Ja, sicher. Komm mal, komm mal runter. Bäh! Meine Schrotflinte. Wie viel auf der Minimap zu sehen war. Ja. So. Gehen wir mal zum Kraft. Holzsägewerk, genau. Wenn ich die Wörter einfach ein bisschen mehr benutzen könnte. Ich glaube, ich muss irgendwie nach Deutschland kommen, aber dann habe ich nicht mehr so gute. Bonis. In der Schweiz hat man halt einfach gesundheitliche Bonis. Und deshalb kann ich leider nicht immer Hochdeutsch reden. Ich kann auch kein Hochdeutsch. Ja. Ja, genau. Spielfigurprobleme. Ja. Eindeutig. Kann es nicht fließen. Hochdeutsch ist ja nochmal was komplett anderes. Ja, also es gibt vor allem in der Schweiz extrem viele, die nicht Schweizerdeutsch reden. Ich habe jetzt erst kürzlich eine kennengelernt, die sagte, sie kann fließend Schweizerdeutsch, sie redet aber nie Schweizerdeutsch. Aus irgendwelchen Gründen, ja, man ist nicht gerade so sicher oder unterwegs, man möchte lieber Hochdeutsch reden. Ja, ich habe gern Hochdeutsch, also. Richtiges Deutsch, Schriftdeutsch habe ich am liebsten eigentlich. Was machst du? So. Kommst du mich auch besuchen? Ich bin hier in einem Wallglitch. Okay, ich komme. Wandglitch. Wand. Was ist Glitch auf Deutsch? Weiß ich nicht. Fehler, verhaken, festhängen. Ist eigentlich ziemlich zutreffend. Der Glitch könnte auch so etwas wie
Wie soll das Lustiges sein auf Deutsch? Das ist ja nicht auf Englisch auf Deutsch. Das ist nicht gerade ein Wort, wo man noch sagen würde. Oh, der Bus ist da. Ich bin durchgefahren. Ich wollte eigentlich drüber. So, jetzt müssen wir warten auf den Zug, dann können wir den Bus zerstören. Auf die Bitte, dass der Zug explodiert. Der Zug soll explodieren. Na, Genix, hast du wieder Einlog-Probleme in deinen privaten Server, also in den Rollenspiel-Servern? Er hat leider momentan wenig Zeit, GTA Online zu bringen. Ist immer spaßig, wenn er GTA Online sucht. Aber er macht mehr Rollenspiel. Er liebt das. Ich lieb's eigentlich auch, aber ich möchte jetzt nicht immer die ganze Zeit arbeiten oder quatschen. Ist nicht so meins. Deshalb versuche ich auch in den Videos eigentlich immer etwas Spannendes zu machen. Aber ihr wisst ja, wie GTA Online ist, es lässt sich immer alles zu. Ich hab dein Motorrad gefunden. Ah, das ist dies, weil der Zug despawned ist, ist das dann runtergefahren. Ja, genau, hier kannst du auch zerstören. Absperrung. Ist fertig mit der Reise. Boah. Alle auf Fuß. Dafür haben sich die paar tausend Euro sowas von gelohnt. Mhm. Für 2 Sekunden Spaß. Ja, und ich verdiene ja auch noch sehr viel für deine Tode. Dass ich dich nicht rette. Die hätten irgendwie machen können, wenn man irgendwie, wenn der Zeo extrem etwas überlebt hätte oder so, extrem schweres überlebt hätte, dass dann man dann Geld bekommt. Aber so ist auch gut, wenn er stirbt, bekommt man Geld. Zwar immer wieder weniger, aber trotzdem. Was machst ja du? Ich bin auf dem Zug. Der hat keine Waggons, der hat nur diese Mulden. Er ist ja eigentlich auch ein Waggon, aber für Schüttgut oder für Holz. Das sind die besten Waggons, man kommt nach oben, wenn man daneben steht. Wir können Camping machen, ich habe ein Camping. Yeah. Dann müssen wir aber irgendwo hinfahren, wenn es der große Campingbus ist. Wenn es der kleine ist, können wir es nicht machen, aber wir können ein bisschen herumwackeln. Bis das Video dann vorbei ist, können wir ein bisschen herumlecken. Also ich steige mal aus. Mal schauen, ist der kleine, hä? Ne, ist der große. Ist der große. Wow. Ich nach dem Boden entlang gerutscht bin und dann runtergefahren. Cool. Also müssen wir leider noch ein bisschen fahren. Wir müssen ein bisschen weiter weg. Das ist nämlich ungefähr hier. So. Gute Fahrt. Gemütlich. Wie viel fährt das Ding eigentlich spitze? Also die ganz schnellen sind nur 200, dann ist der ungefähr so 140 oder 120. Also das ist es momentan nur 80 scheinbar. Nee, wir sind bei 70. Jetzt kommen, jetzt bauen überall diese Busse, diese Campen. Fahrzeuge. Ja, das muss Rock sein. GTA 6 viel besser machen. Das eigentlich regional abhängig ist, welches Auto spawnt. Und bitte keine levelabhängige Spawns mehr. Ich habe im Flughafen immer noch nicht so viele Fahrzeuge. Wahrscheinlich eher, weil man die Auto die Flugprüfung braucht. Die habe ich nicht. Ja, aber es spawnen einfach viel zu wenig gute Flugzeuge. Ja, es gibt eigentlich gar nicht so richtig große Flugzeuge. Das ist so. Also es gibt wirklich noch ein großes, aber das spawnt in Online leider nicht. Oder auch nur, wenn man irgendwie es kauft oder so, und dann spawnt es auch fremd. Also der schafft auf jeden Fall 80 Meilen pro Stunde. Ja, das ist wahrscheinlich eines der langsameren Fahrzeuge.
Der Du kannst ja LKW, mit dem Mower herumfahren, das ist, glaube ich, eines der langsamsten. Sogar langsamer als der ganz kaputte Traktor, der nicht mal Reifen hat. Aber Mower gibt es, glaube ich, online leider auch nicht. Ja, vielleicht kann man ihn kaufen. Ball! Ball! Oh, Ball, 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 Ball. Ey, weil ich auf der Scheibe. Hey. Das Ding hat echt eine Federung, da kannst du ja bei hektischen Bewegungen das Auto sowas von umlegen. Ja. Oh, es brennt da drüben. Jetzt ist es weg. Ich liebe Tanks zerstören. Ja, hier kannst du im Werkzeugshop etwas für das Fenster holen. Vielleicht gibt es auch Fensterscheiben. Ja, nicht so ausrasten, ich schieße doch mal. Home of the Patriot. Ego-Perspektive. Ich bin die ganze Zeit in Ego. Dass wir zwei uns nicht zu Tode frieren hier in der Nacht. So nackig. Hat das Ding überhaupt eine Heizung? Er hat wahrscheinlich nicht mal ein Radio. Nicht mal Wenn du ein Radio einen hast, doch. Beifahrkoffer. Ding. Doch, Heizung hat's auch. Meine Hand ist durch das Knie. Meine Hand geht durchs Knie. Ja. Nur ein bisschen furzen, dann hast du eine Heizung. Wir haben Hast du ein sogar eine bisschen Heizung im Gas? Bus. Kannst du schön ein bisschen vollgasen? Alter, wir haben Blut vorne an der Scheibe, oder? Ne, das sind Kratzer. Rost. Scheibe. Sehe ich jetzt gerade nicht so. Bei mir sah es vorne so aus, als hätte ich Blut vor mir. Okay, Also, dann ist es wieder aber nicht das sind synchron zu Kratzer. mir. Ne, ich hatte Kratzer. Und das ist. So, erneut einen Glitch zeigen. Ich liebe es. Das Es kommt Wohnmobil noch ist nicht bereits so an, entwickelt. aber ich finde, solche Sachen zu zeigen, hat einfach irgendwas von, ja, etwas Interessantem. Und das, ja, gibt ja eigentlich kaum so. Also, wenn ihr wollt, können wir auch mal so ein bisschen interessante Orte zeigen oder so, aber ist halt, ja, Roxo hat sich jetzt nicht gerade so viel Mühe gemacht mit sehr interessanten Orten. Ja, danke. Wir haben die 90 Meilen geschafft. Ist abgestürzt. Okay, bis zum nächsten Video. Tschüss.